PC Building Simulator, Folge 45. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, weiter geht's. Wir waren jetzt mittendrin, statt nur dabei, hier den letzten PC uns noch anzuschauen und zu gucken, was es gibt, wenn es fertig ist, was die wollen. Ich habe übrigens nachgeschaut. Der hieß Orient Express 64, der mit dem Komplett-PC, das war nicht er. Okay. Dennoch bin ich der Meinung, ich hatte den schon mal. Diesen Schriftsteller, der sich über PCs geärgert hat, aber selber gebaut habe ich da wohl nichts. Ist auch egal. Wir schauen jetzt mal, den hat man schon, oder? Ja. Was der Herr Richter möchte und wie wir dem irgendwie helfen könnten. Hi. Ich habe Bedarf für einige Upgrades. Ich möchte einige Verbesserungen für die Grafikkarte. Hast du schon mal neue Grafikkarte auf gut Deutsch oder was? Könnten Sie 16 GB Arbeitsspeicher einbauen? Der PC wird ein bisschen heiß, könnte das am Staub liegen? Vielleicht habe ich einen falschen Link angeklickt. Das sind lauter Aufträge. Alles Virus und so weiter. Ich bin wirklich darauf angewiesen, dass Sie das super schnell erledigen. Steht aber auch schon wieder kein Datum, wann es fertig sein muss. Also, Grafikkarte, RAM, eigentlich genau dasselbe wie eben. Und eben Virenscan, aber das machen wir ja eh immer. Und Staub. Ja gut. Budget ist mehr wie vorhin, 800. Das ist satt. Da werde ich gar nicht lange überlegen. Der hat nämlich auch eine GeForce. Da werde ich ihm auch die für 350 bestellen. Da brauche ich gar nicht lange rumeiern. Denn was anderes habe ich sowieso nicht. Ich habe nichts Besseres. Ich habe nichts Besseres als die. Ich habe, ja, wobei es stimmt nicht ganz, was ich erzähle. Ich hatte ja ihm auf jeden Fall die 350er bestellt. Warum sieht denn das jetzt so anders aus? Das war doch... War das nicht vorhin irgendwie deutlich weniger Zeug? Oder habe ich da einfach... Hä? Ich war der Meinung, das hat vorhin ein bisschen... Oder ich bin nicht bis ganz unten gescrollt. Das mag sein. Aber ich bin der Meinung, vorhin hat es anders ausgesehen. Auf jeden Fall habe ich ihn vorhin die da bestellt, die 350er. Richtig? Mit 6 GB oder was? Vor allem, das verstehe ich hier auch wieder nicht. Das hatte ich vorhin auch, also... Glitscht das ein bisschen oder... Komisch ist schon... Hatte ich vorhin irgendwas hier eingetippt oder ich war der Meinung, ich war am Ende der Liste und hier ist auch wieder zwei GeForce für das gleiche Geld. Aber verschiedene, das gibt doch irgendwie keinen Sinn, oder? Hat die andere Vorteile? Verstehe ich da was falsch? Aber die hat mehr Gigabyte. Was habe ich dem anderen jetzt bestellt? Für 350? Eine GeForce GTX 980 LE 4 GB. Ja gut, aber 350, da könnte ich ihm doch eigentlich sogar mehr... Hä? Ich habe das Gefühl, das Angebot jetzt ist größer. Kommt das vom Laden oder hat er da jetzt irgendwie... Oder habe ich das jetzt irgendwie vorhin nicht zu Ende gescrollt? Also die hatte ich ihm jetzt bestellt. Sogar weiß beleuchtet. Gut, vielleicht ist sie deswegen etwas teurer. Aber das macht doch gar keinen Sinn, oder? Warum bestelle ich ihm dann nicht die da? In dem Fall gleich zweimal. Was haben wir hier noch? Gut, die ist etwas teurer oder etwas mehr. Ich verstehe gerade nur nicht. Achso, wegen der Beleuchtung bestimmt. Weil die ist nicht beleuchtet, diese 6 GB. Und was ist zwischen den beiden? Achso, die Core-Frequenz ist höher, oder? Ja gut, aber dann mache ich die Beleuchtete nochmal raus. Also ich könnte jetzt schwören, ich war vorhin ganz unten hier so. Aber vielleicht habe ich es jetzt auf falschen Erinnerungen. Und dass die Karten hier links waren, nicht rechts. Also egal. Manchmal irritiert mich das Ganze. Ist gar nicht so einfach. Nee, dann mache ich die. In den Warenkorb und mache die mal zwei. So. Und dann mache ich die nochmal raus, weil beleuchtet muss sie ja nicht sein. Das ist ja für den anderen Rechner, wo ich auch eine Grafikkarte und Arbeitsspeicher brauchte. Dann nehme ich die. Also irgendwie ist es komisch. Da muss ich also auch nochmal in meine Aufnahme schauen. Ich hätte schwören können, dass er mir die anderen gar nicht angezeigt hat. Oder ich werde jetzt langsam verrückt oder so. Das kann doch nicht auch sein. Ja gut, und Arbeitsspeicher ist jetzt auch egal. Jetzt machen wir so, das passt ja. Arbeitsspeicher sind es halt auch wieder 16. Da können wir eigentlich genau dasselbe machen. Das zweite Mal. Es muss ja für... Obwohl, das heißt, er hat mehr Budget, gell? Hat er... Huch. So wollte er ja nicht machen. Er hat mehr Budget, er hat 800. Nee, dann macht es keinen Sinn. Dann kann ich ihm auch was Besseres geben. Ja, das geht. Dann geht auch zum Beispiel der da. Genau. Dann geht auch der da. Okay. Das Einzige, was sein kann, dass ich vorhin die 16 hier drin stehen hatte, kann das vielleicht sein? Und dann auf Grafikkarten ging oder so. Könnte das vielleicht sein? Ah, ich glaube, so könnte es gewesen sein. Weil ich doch sagte, die Liste hört auf. Und dann 350 oder so. Ja, das wäre möglich. Ja, ich glaube, das war so. Dass ich vorhin die 16 hier stehen hatte und dass da die Liste dann aufgehört hat. Das habe ich nämlich gemeint.
Deswegen habe ich die hier bestellt. Ich glaube, das war so. Das könnte sein. Ja, das ist möglich. Na, ich habe es ja noch bemerkt. Wobei ihr in der letzten Folge vielleicht auch schon wieder gedacht habt, oh. Egal. Ja, ich bestelle ihm den da. Die zwei finde ich jetzt überzogen, oder wie man sagen will. Wobei die Leistung von den zwei, glaube ich, sowieso identisch ist. Aber der ist überzogen, glaube ich. Also das muss ja nicht sein. Also das finde ich zu viel. 16 GB, und dann mit 300 MHz. Also ich weiß nicht. Auch in dem Fall glaube ich, dass ich den noch gar nicht auf Lager hatte, als die Angebote oder Dinger reinkamen. Ich würde behaupten, ich nehme jetzt nochmal so einen. So einen normalen, in Anführungsstrichen. Ein 2.8er mit 16 GB, wenn das nicht reicht, also dann. Dann weiß ich es auch nicht. Er kann sich auf jeden Fall den leisten, der etwas teurer ist. Gut, er hat Budget. Er hat Budget. Wobei, auf der anderen Seite habe ich gerade überlegt, komm, was soll's. Aber egal, ich mache mal das dringende 16 raus. Jetzt ist voll ins Wurscht. Bei 800 Budget kann ich ihm auch diesen Dussel Dazzle da bestellen. Das sind auch 16 GB. Das ist der beste, den ich habe. Auf der anderen Seite, warum gamblen, wenn ich ihm das bestellen kann? Okay, dann warum nicht? Dann kriegen sie beide diese wirklich Top-Grafikkarte für 350 und die Speicher. Wobei ich sagen muss, 800 Budget und er will die Grafikkarte. Naja, gut. Soll ich. Ja, ich überlege gerade. Wir sind jetzt natürlich bei knapp 550 Budget. Wir haben immer noch ewig viel Budget. Oder soll ich die Grafikkarte auch richtig durch die Decke schießen? Ich meine, ich habe auch die da. Oder ist das. Ja, gut. Ich weiß nicht so recht, könnte ich eigentlich schon machen, oder? Die kostet 500. Weil 800 Budget, das heißt, zeigt mir, dass er schon was will. Ach komm, was soll's. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Dann machen wir hier wieder nur eine. Warum eigentlich nicht? Er kann sich's leisten. Er kann sich's leisten. Ja. Wir sind gerade mal bei 700, also wisst ihr, was ich meine? Aufgerundet. Also er kann sich's leisten, warum nicht? Mehr will er ja nicht. Das Budget ist doch da. Ja gut, okay, von mir aus. Annehmen muss ich ihn natürlich auch noch. Aber dann passt es, glaube ich, soweit. Also mehr möchte ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht annehmen. Also dann habe ich den jetzt. Das mit dem AMD war das, glaube ich, gell? Das habe ich ja schon in einer der letzten Folgen bestellt. Den da. Auch so ein Upgrade. Okay, Frühjahrsputz. Lese ich mir jetzt nicht nochmal durch. Ich gehe davon aus, dass ich das bestellt habe. Neue CPU und so weiter. Da muss ich halt überlegen, was ich mir da gedacht habe. Was ich da überlegt hatte, was ich update und so weiter. Ich hoffe, ich krieg's noch zusammen. Aber, naja, das wird schon irgendwie passen. Ich denke, das ist schon auf Lager. Das waren ja die, was ich vergessen habe anzunehmen. Naja, und die drei, die haben wir jetzt gerade eben angenommen. Und sie sind alle auf dem Transportweg. Jetzt sprayen wir noch den Warenkorb, oder wie man sagen will. Nicht, dass wir das wieder vergessen. Das, was wir heute hinzugefügt haben. Also die Festplatte für diesen Schriftsteller. Jeweils eine Grafikkarte und Arbeitsspeicher für die anderen zwei Typen. Mal kurz schauen. Die Platte für den Schriftsteller. Grafikkarte und RAM. Und nochmal Grafikkarte und RAM. Ja, mehr ist es nicht. Das sind ja nur drei. Und für die zwei hatte ich schon bestellt. Oder müsste ich schon auf Lager haben. Na gut. Okay. Und Lieferung nächster Tag. Okay. Gut. Dann beenden wir mal den Tag. Soweit so gut, würde ich sagen. Dann kann ich mal anfangen zu schrauben, weil momentan habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Ist da noch irgendwas anderes, was man anschauen musste. Oh, bitte nicht. Der Blake Petterberg schreibt schon wieder. Ach so, das habe ich ja auch noch offen. Ja, ich habe das Geld ja gerade gar nicht. Ich sehe es auch irgendwie nicht ein. Na gut, dann beende man den Tag. Das ist in Ordnung. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder meine Aufnahme anhalten. Deswegen halte ich dann meinen Sabbel. Dann ist auch bald dieses Wochenende und so. Na gut, Miete müssen wir auch bald zahlen. Also mit den 5.000 weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Egal. Also ich halte jetzt kurz meinen Mund, weil ich beende jetzt den Tag und dann geht's an dieser Stelle gleich weiter. So, da sind wir zurück und natürlich hat er die Aufnahme kurz angehalten. Egal, wissen wir ja. Wir wissen ja, was uns erwartet. Oha, da stehen ein paar Rechner. Machen wir gleich mal das Licht an. Fangen wir den Arbeitstag an, genau. Und da ist unser Stuff, das nehmen wir mal jetzt an, nicht, dass ich wieder Panik schiebe. Wunderbar. Und dann fangen wir mit dem ersten Rechner an, machen wir von unten nach oben. Okay, das war der mit dem AMD. Richtig? Okay. Gut. Denn
Stellen wir jetzt gleich mal hin. Jawohl. Dann schauen wir nochmal kurz rein, was er denn möchte. Kein Upgrade gemacht, okay. Hardcore-Spieler, lol. Also es ist wieder so ein Typ, der so einen Leistungswert haben möchte. Nachwuchs war dran. Okay, Virus. Und er möchte AMD. Diesmal darf ich auch AMD sagen. Dann gucken wir mal, dass wir da erstmal den Virenscan und das alles machen. Und dann... Oh, das soll ich erst umbauen. Oh, ich kann da nicht auch zuerst umbauen. Da muss ich nicht zweimal hochfahren. Ja. Okay, meinetwegen. Der wollte ja eigentlich nur einen anderen Prozessor. Der hat einen 5er Quad-Core Ryzen. Richtig? Und wir wollten ihm einfach nur... Eigentlich ist es nur... Habe ich dem mehr bestellt als den Prozessor? Irgendwie eine Karte oder sowas noch? Wegen dem Wert? Ich weiß ja gar nicht. Was ist sein Wert? Der müsste ja wo stehen. Leistungswert 3537. Hä? Hat er doch schon. Oder, hä? Normalerweise ist doch das der Wert, den er jetzt schon hatte. Und ich soll den... Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Er hat doch den Wert. Hä? Hä? Also normalerweise ist das sein aktueller Wert. 3573. Und genau den soll ich wieder erreichen. Oder habe ich jetzt irgendwas... Habe ich jetzt was im Kopf? Jetzt schließe ich ihn doch mal an, würde ich sagen. Und guck mal rein in das Ding. Weil irgendwie habe ich das jetzt gerade nicht gerallt. Der ist doch schon auf dem Wert. Na, das ist doch sein Wert und das ist der... Oder andersrum, das ist sein Wert und das ist der, den er erreichen möchte. Ach nee, das habe ich, glaube ich... Ach, jetzt sehe ich es erst. Ich glaube, das habe ich in der anderen Folge auch schon falsch gelesen. Das ist ein Zahlendreher. 3537, 3573. Ja gut, das kann man aber auch versehen, also dass man sich vertut. Ja, aber das ist ja... Lulli ist das ja... Was soll ich denn da updaten? Ich glaube, da habe ich einfach nur einen anderen Prozessor geholt. Meine Güte, so ein Quatsch. Mit Soße. Mit Soße und Nudeln. Achso, ich sollte vielleicht noch das da. Das geht ja auch beim. Solange er läuft. Okay, dann machen wir das einfach mal zuerst. Installieren wir beides. 3D-Mark und Virus-Scan. Jawohl. Nein, erstmal das. Okay. Und dann können wir neu starten. Dann passt das. Okidoki. Jetzt machen wir das zuerst, dann ist die Leistung auch schon höher. Passt. Ja gut, das brauchen wir nicht machen, das wissen wir ja. Ja, ich sag ja. Sein Leistungswert steht ja da. 3573. Ne, unten. Entschuldigung. Das kann ich mir auch nicht merken. 3537. Unten steht der Leistungswert. Oben soll er erreichen. Okay. Ja gut, ist ja wohl kein Thema. Oder? Dann schauen wir, dass wir das Ding jetzt mal kurz ausmachen. Dann machen wir die Platte hier weg. Also das Gehäuse. Dingsi. Ausstecken. Dürfen wir die Kühlheitpaste nicht vergessen. Jetzt machen wir den alten Ryzen raus. Was sind das für Teile, die er da drin hat? Achso, das sehe ich jetzt gar nicht. Was ist das? Ein 5er Quad-Core 1400. Und was will ich drauf machen? Wahrscheinlich den, hä? Naja, gut, das ist der einzige neue. Ein 5er Quad-Core 1500X. Ja gut, ich habe damals wahrscheinlich gesagt, einen besseren habe ich nicht. Und der Unterschied ist eh so gering. Dann ist das der Richtige. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann machen wir erstmal. Halt. So. Das da. Dann ist das schon mal drauf. Jetzt muss ich nur wieder. Wo ist denn der Hebel? Ah, jetzt geht das wieder los. Mann. Ja, ich weiß. Ich will doch aber nur. Jedes Mal. So, Hebel zu. Genau. Komischer Hebel. Jetzt installieren wir den. Kühler wieder, ist ja eh nicht meiner. Kabel ran. Hoppala. Und dann haben wir es auch schon wieder. Viel mehr wollte er nicht. Den Leistungswert müssen wir natürlich laufen lassen, ist klar. Aber im Großen und Ganzen, Budget passt sowieso. Ja.
Jetzt warten wir das mal kurz ab. Den 3D-Mark lassen wir laufen. Müsste aber wirklich easy peasy lemon squeezy sein. Das auf jeden Fall. Das warten wir jetzt mal schön ab. Mensch, da kann man so viele Tische holen, gell? Ich habe aber jetzt mal irgendwann gesagt, ich könnte das schon machen. Das ist gar nicht wahr. Leisten? Schon. Glaube ich jedenfalls. Aber schaut mal. Ah, doch, da geht's. Ich wollte sagen, man muss nämlich erst Level 8 haben. Wobei, hier geht es. Da war es aber auch schon mal so, dass ich dachte, es geht. Und da musste man Level 4 oder 5 sein. Das war ich da in dem Moment auch nicht. Man kann auch so einen Schrank und so. Und aber wozu? Ich meine, ist das Lager irgendwann voll oder was? Gut, bei den ganzen Gebrauchssachen. Gut, da kann man auch mal was raushauen. Gut. Ja, wir warten das jetzt mal kurz ab und dann schauen wir mal. Ich denke, den kriegt man in der Folge noch abgegeben. Und dann haben wir noch genug zu tun. Da wird es auch Zeit, dass wir einen besseren Namen kriegen. Der bietet uns ja an. 10% waren es, glaube ich, oder? Für 5000 Klötze. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich mache mal den Deckel drauf. Irgendwie bin ich guten Mutes, dass das passen müsste. Ich glaube, das ist in Ordnung. Dann machen wir raus. Den brauchen wir auch nicht mehr. Nee, ich gehe davon aus, dass das passt. Also den Leistungswert, die paar Luli-Luli, da wird er ja wohl, also soll kein Problem sein. Ja. Patch gab es auch schon wieder, aber es war nichts dabei, was jetzt großartig interessant wäre oder so. Ein paar Achievements wären mal süß. Ich glaube, es gibt ein Achievement, wenn man an seinem eigenen Rechner ein bisschen rumfummelt, aber ich sehe da einfach keinen Bedarf. Das ist so sinnlos irgendwie. Ah, was haben wir denn? 3573. Aber auch gerade so. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich eine Punktlandung mache. Also das Spiel ist schon ein bisschen so ausgelegt, oder? Die Programmierer oder wie man sagen will, die das geschrieben haben, die in Anführungsstrichen Story, dieser in Anführungsstrichen Karriere, haben sich das schon so gedacht, oder? Das ist wieder genau der Score. Das war aber nicht viel, was nach oben ist. Es reicht aber, es passt. Das ist in Ordnung, das passt so. Das ist der richtige Score. Okay. Und sonst war ja nichts mehr zu machen, oder? Also den Leistungswert haben wir. Sieht man ja. Virus ist weg. 3D-Mark haben wir natürlich gemacht. AMD ist es. Neu ist es auch. Von Staub spricht er nicht. Also ich wüsste jetzt nicht. Staubig sah er ja nicht aus, oder? Nö, das sieht nicht staubig aus. Ich denke, das passt schon wieder. Ich denke, das passt schon wieder. Also ich sehe jetzt da keine... Nee. Budget haben wir eingehalten. Nochmal kurz überfliegen. Leistungswert haben wir. Virus ist weg. AMD ist es, neu ist es. Budget ist eingehalten. Sollte eigentlich 5 Sterne geben. Und genau so ist es auch. Ich habe gesehen, dass jetzt ein Leistungswert von 3573 erreicht wird. Ich bin absolut zufrieden. Na, dann soll es mir recht sein. Ja gut. Ich meine, wenn es läuft, dann läuft's, oder? Ich habe den letzten PCs jetzt echt ein paar 5 Sterne. Also jetzt habe ich schon einen Lauf, oder? Also wenn ich da... Da sind ja auch schon wieder neue Sachen reingekommen. Jetzt kommt doch Zeug rein, oder? Vom 24. Ich glaube manchmal, dass das Mailfach auch voll ist, oder? Dass das Mailfach voll ist. Da sind neue Teile. Ja gut, das ist jetzt nicht so spannend. Und will der jetzt seine Miete haben, oder was? Ihre Miete ist jetzt fällig. Sie schulden uns $500. Ja, du liebe Zeit, von mir aus. Take it. Wir haben ihre $500 erhalten. Es war hoffentlich ein schöner Monat. Das geht auf dich nichts an. Okay. Yay, haben wir das auch noch bezahlt. Ja, wunderbar. Ich wollte eigentlich gerade, machen wir mal kurz so. Bongel konsultieren. Also wenn ihr das mal anschauen wollt. Ja, das ist doch schon ganz fein. Du hast leider, muss man fast schon sagen, mal ein Vierer dabei gewesen. Ich weiß, glaube nicht mal, was das Problem war. Ich auch. Weil, sind das schon alle 25 oder was? Echt? Sicher? Weil, es gibt, glaube ich, ein Achievement, wenn man 5 Sterne hat, aber das ist halt ein Schnittwert. Da muss ich 25 alle, also weißt du, was ich meine? Da muss ich einen 25er Lauf machen. Das ist viel verlangt. Man denkt sich zwar, oh, es ist doch kein Problem. Ja. Ein Fehler. Und du kannst von vorne anfangen. Und zwar 25 Mal von vorne anfangen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht so knorke dann. Na gut. Aber soweit so gut, meine Freunde. Das war diese Folge. Heute bin ich ganz gut in Form, trotz der Sorgen. Egal, lassen wir das. Nicht drüber sprechen, das interessiert euch nicht. Ich würde einfach sagen, das war diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.
Tschüss.